Das darf doch nicht wahr sein. Weltweit bangen wir um Michael Schumachers Leben, der nach einem Skiunfall im Koma liegt. Und auch unsere Bundeskanzlerin verletzt sich im Urlaub beim Langlauf. Im Januar ist eigentlich Hochsaison auf den Pisten, doch die Angst fährt derzeit mehr mit als je zuvor. Birgt Skifahren etwa ein unkalkulierbares Risiko? Die größten Gefahrenpunkte sind die falsche Einschätzung des Geländes und des Schnees. Dann im Weiteren die falsche Selbsteinschätzung und ungenügende körperliche Vorbereitung. Aber Schumi war doch fit und hat sogar in der Formel 1 alles gut überstanden. Selbstüberschätzung war es da doch nicht, oder? Ich denke aber, dass Michael Schumacher körperlich immer gut vorbereitet war. Es können eben auch immer durch kleine Parameter, die man vorher nicht einschätzt, dann Dinge passieren auf der Piste, die zum Sturz führen. Und das ist das eben, was man unter Unfallrisiko einstuft, und das ist unvermeidbar. Angie wird ja wohl auch kein Pisten-Rowdy sein. Auch ohne hohes Tempo endet ihr Skiurlaub in der Klinik. Ich denke mal, sie ist in ihrem Beruf so stark eingespannt, dass sie einfach nicht die Zeit hat, sich entsprechend körperlich vorzubereiten. Und dann ist es eben zu einem unglücklichen Sturz gekommen, selbst auf Langlaufskiern, der dann zu dem Beckenringbruch geführt hat. Puh, man kann wohl selbst bei aller Vorsicht ein gewisses Risiko auf der Piste einfach nicht abschütteln. Wow, das geht ja alles ganz schön schnell bei Kaley Cuoco. Erst die Verlobung nach nur 3 Monaten Beziehung, dann die heimliche Silvesterhochzeit. Fehlt jetzt eigentlich nur noch der Nachwuchs, oder? Kaley übt schon fleißig das Mama-Sein. This was our gift to Kaley for her wedding. Na, das ist doch mal ein originelles Hochzeitsgeschenk. Im Babysitten für ihre Visagistin macht sich der Big Bang Star aber schon mal echt super. Wie lange es wohl dauert, bis sie selbst Mama wird? Neues Jahr, neues Glück. Erst vor ein paar Monaten geht Kader Loths Beziehung zu ihrem Ex Ismet in die Brüche, weil sie auf natürlichem Wege keine Kinder kriegen kann. Aber trauriges Single-Dasein, von wegen. Die 40-Jährige ist schon wieder vergeben. Naja, ich bin nicht alleine. Also ist es irgendjemand, der auf den roten Teppich verzichtet? Nach der herben Enttäuschung geht es jetzt also dank der neuen Liebe wieder bergauf. Und sogar Kinder sind wieder ein Thema. Naja, irgendwann möchte schon jede Frau eine Mutter werden. Also, aber ich kann ja nicht irgendwie da gewisse Dinge erzwingen. Also die Option besteht noch. Und ich glaube, wenn die Beziehung irgendwann doch wieder positiven sich entwickeln sollte, ist eine künstliche oder eine zweite künstliche Befruchtung meinerseits wird nicht ausgelassen. Ne? Na, hoffentlich geht diesmal alles gut. Zu wünschen wäre es eher. Ach ja, was tut man nicht alles, um gut auszusehen? Seien wir mal ehrlich, Kim Kardashian ist nur dank ihrer Killerkurven berühmt. Wie heißt es doch gleich? Wer schön sein will, muss leiden. Naja, danach sieht das hier wirklich nicht aus. Gleich eine ganze Armada an Beautyfeen kümmert sich um sie. Die Dame lässt es sich ganz schön gut gehen. Die Glamour Lady weiß eben, wie es geht.